So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und gerade weil wir jetzt immer in den größeren Runden auch immer mal wieder neue Gesichter haben, die vielleicht mich und auch die Antje, die das ganze Format hier, die Brückenbau-Community ins Leben gerufen haben, noch nicht so kennen, lege ich mal mit einer Anekdote los. Und zwar habe ich 2 Jahre in Kanada gearbeitet und dort bei einem Startup für vegane Sportlernahrung ein PMO aufgebaut. Und wie bin ich an diesen Job rangekommen, was ja per se gar nicht so easy ist? So, man fängt in den North Americas an, geht dahin ohne Job, bewirbt sich und ja, die sehen dann schon, ja, hast für große namhafte Firmen gearbeitet und hast viel Background und Erfahrung, aber die kennen niemanden von dort, die da arbeiten. Also ich hatte keine wirkliche Working Reference und die sagen, was nützt uns da BMW in München? Das ist nett, aber wir machen hier Lebensmittel und es ist Nordamerika, ist ein ganz anderer Markt. Wie kommt man an so einen Job? Ich hatte einen Vorteil, nämlich Deutscher zu sein und das Vorurteil, das Positive der Kanadier zumindest ist, die Deutschen sind gut ausgebildet und wahnsinnig strukturiert und zuverlässig. Das hat mir wahrscheinlich das Bewerbungsgespräch mit meinem dann zukünftigen Chef verschafft. Und dann saßen wir im Gespräch und er hat mir ein bisschen erzählt, so das PMO, was sie gerade anfangen aufzubauen, wie sie die Abteilung gegründet haben, wer da arbeitet, wie sie es aufgesetzt haben. Und dann hat er ein bisschen so nach meinem Background gefragt. Und irgendwann kam er bei einer Stelle an, wo er mich fragte, Chris, versuchst du mir gerade zu erklären, dass wir das PMO hier, das Aufsetzen falsch gestartet haben, falsch angesetzt haben. Es ist das, was du sagen willst. Und naja, das war so der pivotal Moment in diesem Gespräch, wo ich mir dachte, okay, was machst du jetzt? Stehst du zu dem, zu deiner Überzeugung oder versuchst du politisch die richtige Antwort zu geben, um den Job zu bekommen? Ich habe es riskiert und habe gesagt, ja, das meine ich tatsächlich, aber ich meine es gar nicht böse, sondern ich glaube, ich bringe Erfahrungen und Skills mit, die euer Spektrum erweitern. Und bisher hattet ihr halt so ein Spektrum und die Chance ist, wenn ich dazu komme, dass es ein bisschen größer ist und wir eine größere Klaviatur haben, die wir spielen können. Und dann die Option, die für euch vorher keine war, weil ihr davon nicht wusstet und nur ich die Erfahrung jetzt mitbringe, die Option spielen könnt. Und das hat ihm so imponiert, dass als ich dann ein paar Jahre später wieder rausgegangen bin aus der Company, er das zu meiner Verabschiedung auch noch gesagt hat. Den Chris habe ich eingestellt, weil er mir da die Stirn geboten hat und es auch noch gut begründen konnte. Und so viele trauen sich in der Company nicht mehr zu widersprechen. Und da habe ich erst dann habe ich realisiert, was ich da eigentlich gesagt habe und dass das so viel bedeutet, dieses Spektrum erweitern. Und das ist auch der Grund, warum Antje und ich das aufgesetzt haben. Wir wollen keinen Streit vom Zaun brechen und eine Entscheidung forcieren für agil oder für Projektmanagement, für lineare oder iterative Vorgehen, sondern wir wollen unsere Sicht auf die Dinge in der Form teilen, dass wir sagen, das ist alles Teil eines Spektrums. Und die Frage ist immer, welchen Teil des Spektrums, welchen Teil der Klaviatur spielen wir? Und diese Austausche hier sind dafür da, um euch auch Einblicke zu geben und auch uns Einblicke neue, die unser Spektrum erweitern, damit wir uns zukünftig entweder leichter tun, Projekte zu wuppen oder eben neue Herausforderungen, die wir früher nicht meistern konnten, jetzt zu meistern. Entweder weil wir jetzt inhaltlich neuen Input reinbekommen haben oder durch die Community hier. Das mal als Einleitung, warum es das gibt, jetzt seit schon über 2 Jahren. Antje, ich glaube, wir müssen uns mal über die Geburtstagsfeier Gedanken machen. Stimmt. Hat sich wirklich schön etabliert und ist auch eine tolle Community entstanden. Und heute bin ich sehr, sehr happy, den Eugen und die Arti gewonnen zu haben seit jetzt 2 Brückenbauer-Events, also fast einem Quartal, reden wir schon drüber. Wir müssen mal über Enhanced Goal-Oriented Project Planning sprechen und auch über die Laws of Nature, die Eugen kontinuierlich in den letzten 2 Sessions immer mit eingebracht hat. Und dann haben wir eben uns mal zusammengesetzt und gesagt, hey, wie machen wir da jetzt eine runde Sache draus? Lass uns mal eine extra Session aufsetzen und genau dazu sprechen. Und die Überschrift ist jetzt, dass wir mal Brücken bauen, nicht nur zwischen Agilität und Projektmanagement, sondern auch zwischen alt und neu. Und damit meine ich nicht, dass Arti weniger graue Haare hat als der Eugen und die wahrscheinlich nicht ganz dieselbe Generation sind,
sondern Eugen bringt unglaublich viele Jahre Projektmanagement-Erfahrung, ich glaube 23, 24, 25 oder sowas mit. Mittlerweile. Mittlerweile, hauptsächlich in der IT, bei EDS hast du mal gearbeitet. Ja. Jetzt muss ich kurz spicken, wie kriege ich denn das jetzt am besten hin? Ich habe mir extra ein paar Dinge zusammengelegt. Weil in unserem Vorgespräch hast du mich ganz schön, was heißt gechallenged? Du hast gesagt, dass du dich und die Community rund um diese Law of Nature als Polymath bezeichnest, also so als Universalgelehrte. Und da habe ich dann realisiert, warum ich mich so gerne mit dir unterhalte, weil du quasi bist nicht so Projektmanager oder ITler, sondern so all over the map und hast eher systemische Gedanken und beschäftigst dich mit ganz vielen Dingen und ziehst dann immer so Verbindungen und Parallelen und versuchst, Dinge einfach neu zu kombinieren oder zu adaptieren, die eigentlich gar nicht in die Disziplin gehören und woanders. Das inspiriert mich brutal und hat mich auch in dem Gespräch total inspiriert. Bis hin zu, als wir dann tiefer in die Inhalte reingegangen sind, dass unglaublich pragmatische Lösung bevorzugt, bin ich auch Freund davon. Du hast einen schönen Satz formuliert, du bist Feind der Best Practices, geh da nachher gerne mal drauf ein. Das lasse ich einfach mal als Teaser drin stehen. Und warst an verschiedenen Stationen in deiner sowohl beruflichen Karriere als auch in den nebenberuflichen Schauplätzen immer wieder an Punkten angekommen, wo interne Kommunikation nicht funktioniert oder man sich zurückbesinnen muss auf Dinge, die einfach alle über den Haufen geworfen wurden, aber früher mal funktioniert haben. Und es endete dann immer in so einer Art Mischmasch, aber der gut kommuniziert, gut strukturiert, gut organisiert werden musste. Und bis hin zu, dass dir das erlaubt hat, so Muster zu erkennen, aufzudecken und drum auch diese Law of Nature Initiative. Und nebenbei engagierst du dich auch noch für UN Social Development Goals, diese UN-SDGs, wo du auch in 20 Initiativen, glaube ich, unterwegs warst oder die überblickt hast und bis auf zwei auch ganz viele an ganz grundsätzlichen Themen gescheitert sind. Und das wollen wir heute mal aufrollen gemeinsam mit diesem Enhanced Goal-Oriented Project Planning und den Laws of Nature. Und dann hast du dir gewünscht, dass die ARTI dich unterstützt. Ich kannte sie vorher nicht. Ihr habt euch auch über LinkedIn kennengelernt. Du sagst, hast mir vorhin gesagt, du bist all over the place, wenn es um Agilität geht, um Design Thinking, System Thinking. Ihr arbeitet zusammen bei den Law of Nature, bei dieser Initiative und an dem Manifest. Gibt es auch eine Website zu. Ich schätze, die werdet ihr eh teilen. Und bist auch Trainerin, also engagierst dich auch sozial. Da geht mein Herz gleich auf, weil ich auch finde, wenn wir uns ehrenamtlich nebenbei noch engagieren können, wenn es irgendwie geht mit unserer Profession, dann ist das ziemlich einmalig und auch echt eine große Hilfe. Zumindest erlebe ich so. Übers PMI bin ich beim WECF tätig. Ja, und im Family Business bist du auch noch mit involviert. Sagt gerne noch zwei, drei Sätze zu euch, was ich jetzt vergessen habe, ihr aber ganz prägnant findet. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in das Thema Laws of Nature und Goal-Oriented Project Planning. Ladies first, Arti. Thank you. Thank you, Chris, for that introduction. And well, I understand German, but I'm not so good with speaking. So I hope everybody's okay with a little bit of English. Sure. And if there are any issues like retranslating, feel free to answer in German. Obviously, you get it. Sure. If there are translation issues, Eugen and myself will jump in. Absolutely. Right. Thank you so much. Glad to have you. Thank you. So Eugen, something to add from your personal vita or history that I have from, well, I had prepared a little bit longer of an introduction as what we do here, it goes back to or it started actually at the very beginning of my working time. And it's all one line heading from, to see, but at the time at the company Chris mentioned, EDS or Electronic Data Systems, it was one of, well, it was the largest
insourcing company of the IT worldwide actually invented what's called outsourcing from the other side. And what we had there was actually agility up to the highest level. It worked. It worked up to 90,000 people, or 80,000, I would say. To give you an idea, the whole core business and the internal IT were guided and directed through only 5 core documents. Yeah. And it actually worked really well. People did agile yet reliable decisions at the different levels. They had to do it. They couldn't go to the US for all these little decisions. And they had the freedom to do this. And then came the best practices. And we thought, yeah, things will improve further. But the opposite was the case. Before, we had a culture whereby problems were solved at their root causes once and for all. Clients were very happy, employees were motivated. And with the best practices that changed, compliance with those, with procedures, became more important than solving root causes, solving the tough root causes and happy clients. And at some time, I was in a position between the headquarters in the US and the locations in Europe. I couldn't do my job anymore, and I had to communicate technical things, architectures, to the locations and local needs to the center for integration into the strategies and the force. We applied the old practices, the old culture, and it turned out that worked amazingly well for highly complex matters. And I'll show you an example a little bit later there, but it also turned out much of them wasn't just for IT. It was so fundamental that it helped to find highly effective solutions in very different fields, like my son's ADHD and dyslexia, I'm not speaking English. Ich sollte eigentlich Deutsch sprechen. Keiner, der mich zurückholt. Mein Sohn, der hatte ADHS und tägliche Wutausbrüche, konnte das Lesen nicht erlernen oder Legasthenie. Und und auf einmal fällt mir auf, hey, da gibt es ja Therapien, die benutzen dieselben Arbeitsweisen wie die, die ich mit Großrechnern eingesetzt habe. Und siehe da, auch auf dem Feld war es möglich, eine Therapie zu finden, die die Experten nicht vorbringen konnten. Und so ging es weiter. Haben wir Goal-Oriented Project Planning gefunden mit in den Niederlanden ein Riesenprojekt, 20.000 Bauern, die Politik, Wissenschaft, Handelsorganisation. Die mussten unbedingt eine Krankheit, eine Kartoffelkrankheit lösen, weil da ein Pilz alle Kartoffeln befallen sollte. Und dieser ist fest in endlosen Diskussionen, bis da jemand kam und hat ein Goal-Oriented Project Planning eingesetzt. Nach kürzester Zeit, ein paar Workshops, war das Ding am Laufen und wurde eines der erfolgreichsten Projekte gegen einen kleinen Bruchteil der üblichen Kosten und des Aufwands. Selbstorganisierend hat das Ganze funktioniert. Und so ging es weiter, bis wir endlich letztendlich, und das war vor allem mir dahinter kommen, hey, da fehlt etwas sehr Fundamentales. Und zwar ist uns aufgefallen, in den Entscheidungsprozessen wird auf alles Mögliche überprüft. Auf Methoden, auf Prozesse, auf Regeln und so fort. Nur eines fehlt. Wo sind die Überprüfungen auf die Gesetze der Natur? Und die waren nicht zu finden. Und so sind wir dann hingegangen und haben gesagt, okay, dann identifizieren wir sie. Und so haben wir zusammen mit ein paar Wissenschaftlern und anderen, ja, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und weiter und auch eigentlich über Organisationsbereichsgrenzen hinweggehen, neue Insights, um es mal so zu sagen, gefunden und auch Naturgesetze.
So, mit der etwas längeren Einführung wollte ich es wieder zurückgeben an Chris. Ja, wobei du kannst gerne weitermachen. Ich glaube, geteasert haben wir jetzt genug. Sorry auch, es war tatsächlich gedacht, dass wir auf Deutsch quasi das Ganze präsentieren. Ich stoppe mal die Präsentation und lass dir den Bildschirm. Dann können wir uns nämlich mal ein bisschen was angucken, was du mitgebracht hast. Und direkt gemeinsam reinspringen. Eine Übung hast du ja auch dabei. Genau. So. Wolltest du das? Genau, das ist quasi die Brücke zum letzten Thema. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch entweder durch die Aufzeichnung oder weil er dabei war oder sie dabei war, noch an die Five Levels of Agile erinnern. Der Stefan Schaaf hat die beim letzten Mal präsentiert. Ich habe ihm gerade im Hintergrund geschrieben, ob er noch dazukommt. Dann hätte er es selber machen können, aber hat es noch nicht gelesen. Im Prinzip geht es ihm darum, auch dieser Spektrumsgedanke. Agilität ist nicht die Antwort auf alles. Agilität ist auch nicht der beste Weg, um Zusammenarbeit zu gestalten, also nicht die Spitze des Berges, sondern wir müssen differenzieren. Wenn ich eine lineare Vorgehensweise ausplanen kann, weil die Umgebungsfaktoren entweder stark limitiert sind oder einschränkend oder vordefiniert sind, dann kann ich natürlich auch ein Wasserfallmodell ohne Loops und allem fahren und durchziehen. Wenn es dann komplexer wird, beziehungsweise komplizierter, dann ist eben die Frage, kann ich, und das wäre dann hier das Level 2 beim Stefan, gezielt agile sowohl Rollen als auch Methoden hinzuziehen, bis ich dann bei einem Level 5 auf einer komplett agilen Variante bin, wo er sagt, na, das ist wahrscheinlich der seltene Fall, wo ich alles komplett agil fahren kann, weil ein gewisses Projektmanagement-Gerüst drumherum braucht es schon noch. Und drum ist er großer Verfechter des Level 3 und 4, weil er sagt, das sieht er in der Praxis am häufigsten, wo wir eine Mischform finden müssen. Und wir haben beim letzten Mal auch so eine Statistik aufgelegt, wie viele Projekte werden denn eigentlich rein agil, rein klassisch im Projektmanagement und auch in der Entwicklung gemanagt. Und der Großteil ist einfach eine Mischform. Und er hat sich beim letzten Mal sehr viel Mühe mit uns gegeben, eine Indikation zu geben, wo stehe ich denn? Und auf Basis von verschiedenen Größen wie Reife des Teams und auch Selbstorganisationsmechanismen, wie wir dann auf dem richtigen Level landen, um zu sagen, ja, brauchen wir jetzt noch Projektmanagement oder machen wir alles agil oder andersrum? Brauchen wir überhaupt irgendwas von dem Agilen oder ziehen wir den Plan jetzt einfach durch? Das ist die Brücke in das heutige Thema. Und damit würde ich auch sagen, setz mal fort, oder Eugen? Knüpfst du genau mit Erfahrungen und Modellen an? Okay. Und ja, ich werde da zwei, drei Dinge vorstellen und ich würde sagen, ja, es ist an euch, um zu sagen, ja, wo passt das hier zum Beispiel hin? In eines dieser Levels oder in mehrere. Ja, was ich gerne machen würde, ich würde ganz gerne mit einer kleinen Übung anfangen. ATE, ja. Wenn du die Links in den Chat stellen kannst. Sure. Und zwar solltet ihr zu dieser Seite kommen können. Und das da, ja. Ja, die gibt es auf Deutsch, die erste, und auf Englisch. Und das ist eine ganz kurze Übung. Und ich möchte euch fragen, diese Frage ganz oben zu beantworten. Hierfür ist es nötig, dass die Seite so zu sehen ist wie hier. Falls die Zeilen durcheinander sind, dann könnt ihr das PDF rechts oben downloaden und aus dem PDF und leider mit einem, ja, ihr könnt jetzt den PDF benutzen, müsst aber dann leider kurz notieren, ob ihr links oder rechts selektiert. Also die Frage ist hier, welche Arbeitsweisen wurden die bevorzugten Arbeitsweisen der letzten 10 Jahre? Und ich möchte euch das fragen, ich möchte euch fragen, dies aus zwei Perspektiven zu beantworten. Die erste Perspektive ist gerichtet auf eine große Organisation, großes Unternehmen oder ein System wie das Gesundheitssystem. Und dann möchte ich euch fragen, das Ganze nochmal zu machen und dann für ein Team, mit dem ihr arbeitet oder für eure eigenen Arbeitsweisen.
Und wenn ihr euch dann bitte notiert, wie oft ihr entweder links oder rechts gewählt habt und das für beide, jeweils für die Perspektive. Also ihr müsst es zweimal durch und müsst es zweimal addieren. Und ja, ich würde sagen, könnt gleich anfangen, links oder rechts wählen. Es darf nur einmal links oder rechts gewählt werden. 7 Zeilen gibt es und man kann nichts verkehrt machen. Jetzt noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen, 5 Minuten, nicht lange nachdenken, einfach selektieren. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr eure Resultate in den Chat stellen, wenn ihr wollt. Oder hier übers Mikrofon, übers Video. Keine Ahnung. Also man macht das Ganze quasi zweimal, ist das richtig? Das ist richtig. Erst für eine große Organisation und ein System und dann für ein Team, in dem man arbeitet, das man kennt, oder die eigenen Arbeitsweisen. Cool. Eugen, ich glaube, wir sind alle soweit durch. Nicht alle konnten sich gleich leicht mit beiden Perspektiven tun. Antje, vielleicht sagst du noch einen Satz zu Perspektive 1, weil du sagst, fällt mir schwer zu beantworten. Naja, ich arbeite natürlich als Freelancerin mit mehreren Organisationen und da ist es wirklich mehr Beobachtung, was macht das System um mich herum. Ich tue mich schwer, wahrscheinlich viel mehr links, ja. Das kann ich, glaube ich, sagen. Wenn es jetzt um das eigene Team geht oder ich auch ein einzelnes Team rauspicke, mit dem ich gerade arbeite, das fällt mir deutlich leichter, weil ich da natürlich auch selber mehr entscheide. Das andere ist wirklich mehr so ein Gefühl, ja, da bin ich ja auch viel ausgeliefert. Muss ich für andere antworten, so ein bisschen, was die machen. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Weiß auch nicht, warum. Vielleicht habe ich zu viel nachgedacht. Dann doch. Das schön, dass du ein Weiß Gefühl nicht, gleich mitgeteilt hast, ein Bauchgefühl. Ja, super. Ja. Okay. Ja, wer möchte deine Entscheidungen noch erläutern? Ich fand es tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ich durfte mal im Gesundheitswesen einer größeren Organisation mitarbeiten. Vielleicht haben wir manchmal ein bisschen anders agiert. Also ja, aber ich war auch eher bei großen Organisationen, aber auch im Gesundheitswesen mehr auf der linken Seite mit 5 Stück und jetzt in der IT mit ja, gemischten Organisationen, mal klein und mal groß. Es kommt echt drauf an. Also ich hatte auch schon in kleinen Organisationen extrem viel links, aber ja, ich glaube, normal ist schon eher rechts. Okay. Möchte noch jemand seine Entscheidung kurz erläutern? Ja, ich würde mal das 7:0 ganz kurz, das demoralisierende 7:0 erläutern. Ist halt so, ne? Große Organisation, ich erlebe das immer als mottig, ne? Fallback zu ganz alten Verhaltensmustern, die uns ja alle auch nicht erfolgreicher machen. Aber wir halten schön dran fest und das finde ich, auf das treffe ich regelmäßig, ne? Und ich bin halt so ein Typ, ich stelle ähnlich Eugen wie das, was du gerade gesagt hast, zu vielen Dingen neue komplexe Verbindungen her und sehe Dinge da ganz anders und bin immer der, der dann mit wehenden Phasen da vorangeht und sagt, Mensch, das müssen wir mal anders denken. Ja, das ist jetzt bei den kleinen Teams für mich auch so eine Herausforderung gewesen. Natürlich würde ich mir wünschen, da 7 Kreuze zu setzen auf der rechten Seite. Ich erlebe das aber anders, weil der Anspruch der Menschen, mit denen ich arbeite, einfach ein anderer ist. Mein Anspruch wäre das, ich mache da 7 Dinger hin, alle können sich selbst organisieren und wir gehen auch diese Wege, die sich, im Idealfall als die besseren herausstellen. Aber mir wird immer bewusster, je länger ich meinen Job so mache, dass ich viel individueller agieren muss, um vielleicht Menschen auch erstmal auf diesen Weg zu bringen. Ja, und manchmal macht es auch Sinn, an alten Dingen festzuhalten, um nicht den totalen Change sofort durchzuführen, sondern Menschen dann da ein bisschen mehr Zeit mitzugeben. Ne? Nein. Also, das sieht nicht. Ja. Ja, also ich stimme dem Sebastian dazu. Wir hatten unlängst einen Industrieumzug zu begleiten. Also
eine Druckerei geht von einem Standort bei 24/7 Produktion an einen anderen Standort. Die Produktion darf nicht ausfallen. Das ist ein Umsatz täglich 6-stelliger Betrag. Also da war nichts mit Agilität. Ja, also da geht es wirklich Step by Step, Wasserfall, eins nach dem anderen, Teilschritt mit Monteuren und allem drum und dann, da hätte es keinen Sinn gemacht. Und da war es auch wichtig, auf diesen Weg zu setzen. Wir waren in einem halben Jahr durch, ja, und das Projekt war abgeschlossen und fertig und können da jetzt einen Erfolg vermelden. Da wäre man mit Agilität an die Wand gefahren. Ja, ich kann nicht auf halbem Weg feststellen, oh, da fehlt mir noch die Weiterverarbeitungsmaschine, ja, oder solche Dinge. Da ging es wirklich nur Step by Step. Aber grundsätzlich bin ich bei dem, was der Sebastian gesagt hat, lieber arbeiten oder in den IT-Projekten, in denen ich eigentlich drin bin, bin ich natürlich auf der anderen Seite auch eher unterwegs und macht einfach auch mehr Spaß und gelingt auch besser. Okay, jetzt beginnt es, muss ich sagen, interessant zu werden. Und das bringt mich zu der Frage, ja, wie wissen wir eigentlich, wann die Arbeitsweisen der Linken die besseren sind? Weil wir haben jetzt ein Beispiel gehört und wenn ich dann nur an andere denke, wie ja, Geld überweisen, das funktioniert alles linear. Muss auch linear programmiert werden. Wie wissen wir jetzt, ob die Arbeitsweisen der linken Seite oder die der rechten Seite die besseren sind? Hat schon jemand eine Idee? So viel kann ich vorwegnehmen. Ein Wort macht den Unterschied. Das Wort wurde in einem Buch im Gebiet der Agilität veröffentlicht. Das war ein Management 3.0. Wer das Wort wer das vielleicht kennt, von dem Jürgen Appeler. Hat schon jemand eine Idee, wann die Arbeitsweisen der Linken die besseren sind und wann die der Rechten? Nee, dann machen wir eben weiter. Da interessiert mich aber noch etwas anderes. Ich habe dann nämlich gesehen, der Alex, oder ist es der oder die? Da steht nicht nur 5-2, sondern da steht auch für Perspektive 2, 3-3-1. Jetzt würde mich interessieren, wie kommt das? Alex? Bist du da? 3-3-1, oder? Was meintest du? Ja, da steht 3-3-1. Ja, genau. Also das ist eigentlich so ein Ping-Pong-Spiel. Also nicht ganz trennscharf zu sagen, okay, 3 auf der einen Seite, 3 auf der anderen Seite, sondern auch, dass man an der letzten Stelle nochmal wieder nach rechts springen muss. Deswegen für P2 habe ich deswegen 3-3-1. Okay. Gut. Dann eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wieso kommt das eigentlich, dass wir bei dem Umzugsprojekt, das gerade eben genannt wurde, die Arbeitsweisen der linken Seite mehr benutzen, im IT-Bereich jetzt die letzte Zeit mehr die anderen? Wo kommt das her? Wieso machen Organisationen das? Also meine Erfahrung ist die, dass wir halt je komplexer wir werden, je mehr Unbekannte, je mehr Variablen wir haben, desto mehr, also je unbekannter die Anforderungen sind und je unbekannter die Technologie ist, desto eher brauche ich halt ein Proof of Concept. Ich brauche beim Umzug kein Proof of Concept, ja, und auch kein MVP. Also wenn ich mich halt rantaste und ich komme, also 18 Jahre war ich in einem Softwareunternehmen und am Anfang haben wir Pflichten- und Lastenhefte abgeglichen. Dafür haben die Leute ungefähr ein Jahr gebraucht. In der Zeit ist die Software schon wieder veraltet. Ja. Also das ist halt, es kommt halt einfach auf den Anwendungszweck drauf an. Und wenn ich sehr viele externe Dienstleister in so einem Projekt mit drin habe, wie bei so einem Industrieumzug, ja, dem kann ich es auch nicht überlassen, wann er kommt. Und ein Monteur an der Druckmaschine macht auch nicht Homeoffice. Ja, der muss halt zu der Zeit das Ding abschrauben, wann es gebraucht wird. Und nicht, wann er denkt, dass es passt. Also es gibt einfach diese unterschiedlichen Projekte und ich glaube, beide Dinge haben ihre Berechtigung. Die Stacey-Matrix, use it, but don't misuse it, das passt schon. So ein bisschen kann man es danach schon einordnen. Ja, wobei, das würde ich tatsächlich subsumieren, um das zu stützen, was du sagst. Es kommt auf die Anforderung drauf an.
Ja, und genau das ist für mich auch der entscheidende Punkt. Ne? Warum macht man das eine oder das andere? Ich glaube, weil man noch gar nicht begriffen hat, dass man meist auf eine Mischung an Anforderungen trifft, ja, die eventuell die Seite links oder rechts in ihrer Anwendung eigentlich als notwendig voraussetzen, ne, für Erfolg. Also du hast gerade Eugen gefragt, ne, warum macht man eher links oder rechts? Ich sage einfach, ja gut, man sollte eigentlich beides machen. Und warum macht man links oder rechts? Weil man noch nicht begriffen hat, dass Dinge so komplex sind und sich an gewissen Stellen immer wieder Herausforderungen neu definieren oder herausbilden, die du eventuell eher klassisch abwickelst oder vielleicht auch agil, um jetzt mal in diesem Sprech zu bleiben, also linear. Ne? Und ja, ich glaube, dass es daran liegt. Ein bisschen ketzerisch, mal provozierend geantwortet. Ja, lustig, weil ich glaube, die Entscheidung, welche Vorgehensweise gewählt wird, wird selten tatsächlich auf die Anforderungen bezogen, sondern tatsächlich diese Methodensicherheit, die vermisse ich im Tagesgeschäft so häufig. Die Fragestellung, welche Methodik oder welche Art wenden wir denn an, um zum Ziel zu kommen, die stellt keiner. Also ich habe es nicht erlebt, dass jemand fragt, ja, wie gehen wir denn am besten vor, welche Methode wählen wir denn? Sondern es geht sofort in die Detailebene, wie kommen wir zum Ziel und wer macht was wann. Heißt, dieses geordnete, strukturierte, methodensichere Verhalten, das finde ich im Tagesgeschäft so gut wie gar nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir einen Begriff gehört, Methoden. Methoden, Best Practices wird oft, das eine wird für das andere benutzt. Dazu habe ich dann eine Frage. Und wenn wir uns mal die traditionellen Methoden anschauen, Projektmanagement, Governance, Service Management, ITIL und so fort, wo würdet ihr sagen, sind die mehr links oder mehr rechts? Ja, hat jemand eine Meinung? Ja, auch da kommt es wieder drauf an. Also beides ist, also man kann sowohl agil, würde man sich mehr rechts sehen und nicht agil eher auf der linken Seite. Also das ist eine Kombination. Wir reden ja eigentlich mehr oder weniger von den hybriden Modellen. Und diese Frameworks, die auf dem Markt sind, die haben ja auch erkannt, dass das Thema Agilität nicht zu unterschätzen ist und auch mit in ihren Framework mit aufgenommen. Bestes Beispiel ist ja ITIL 4. Und vielleicht auch noch in Ergänzung zu den Kollegen, was sie jetzt gesagt haben, da ein bisschen mehr Struktur oder ein bisschen mehr Guidance vielleicht zu Beginn rein zu bekommen, ist es ja wichtig auch zu sagen, okay, wie groß ist denn der Wert oder worauf zahlt das Ganze, was ich jetzt umsetze, eigentlich in meine Strategie, in meine Unternehmensstrategie ein? Und daran sollte man sich ja orientieren und den Wert des Unternehmens bemessen und dann auch sagen, okay, was gibt es denn dafür gewisse Kriterien, Einstiegskriterien, die es mir denn erlauben, das zu kategorisieren? Ist das eher hybrid, ist es mehr klassisch oder ist es mehr agil? Diese Facetten, die Zeit sollte man auf alle Fälle an Anfang nehmen, statt gleich in die Tiefe zu gehen. Okay. Du hast gerade eben ITIL angesprochen. Also mir sind zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, ich habe das Fundamentals Training gesehen und für mich war das, ja, okay, Wertschöpfung steht darin, auch deutlich, aber sehr viel Theorie noch. Und dann das andere, muss ich noch checken, ich habe das einmal gesehen in einer Präsentation, ich weiß nicht, ob es echt ITIL ist, aber vielleicht kann mir jemand helfen. Da war es wieder nur der lineare Prozessansatz für komplexe Systeme. Also, Alex, wollt ihr vielleicht, ob das ITIL ist oder dass jemand das für sich selber dazu geschrieben hat? Also, die Frage ist halt auch, was Definition komplex? Es kann komplex sein, dass ich noch nicht weiß, wie es in Zukunft aussieht, aber es kann auch komplex sein, dass ich weiß in Zukunft, wie es aussieht. Und je nachdem, kann ich dann mich in kleinen Iterationen hin zu diesem komplexen Lösungsmodell hinarbeiten. Es gibt aber auch komplexe Dinge, wo ich einfach aus der Vergangenheit
zurückgreifen kann. Okay, wie hat man das in Bezug auf Best Practice, in Bezug auf bereits Projekterfahrung aus der Vergangenheit, wie ist man sowas angegangen und kann aus dem, ich sag mal, aus den Lessons Learned gezielt eine gewisse Struktur schon vorgeben, um dieses komplexe Thema anzugehen. Und wie gesagt, das kommt immer auf den Kontext an. Ist es etwas, was ich schon habe oder schon mal gemacht habe? In 80-90% der Fälle trifft das eigentlich zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf IT, ich möchte eine neue Applikation einführen, dann sehe ich das schon als, dass man sich auf Basis von vergangenen Projekten, wie hat man das durchgeführt, wie viele Personen sind davon betroffen, dass man da schon sagen kann, okay, das ist der Richtwert, in die Form kann es gehen und dann kann ich das auch ganz klar, wie es hier links dargestellt ist, umsetzen. Habe ich aber gewisse unbekannte Größen dabei, weil es einfach ein Thema ist, was es noch nicht, bis jetzt noch nicht ausgearbeitet ist, wo ich sehr viel Forschung und Entwicklung parallel betreiben muss. Da würde ich dann auch eher empfehlen, in kleineren Zyklen zu denken, erstmal zu sagen, okay, wir arbeiten das in einem, ich sag mal, in Form eines Prototypens erstmal auf, also ein MVP oder ein Mockup. Und das Ergebnis gucken wir uns dann an und schauen dann, wie wir dieses kleine Lösung dann eben weiter verarbeiten können. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat. Ich möchte ein anderes Beispiel dann reinbringen. Wenn ich einen linearen Prozessansatz nehme und dazu gehört, ja, dann lassen wir es eben dabei. Wenn ich einen linearen Prozessansatz nehme, was dann passieren kann, ist, dass die Umgebung sich schneller ändert, als der Prozess angepasst werden kann. Ja. Und ist dann die Frage, werden da natürliche Prozessabläufe eingesetzt, um das Problem aus der Welt zu schaffen? Ja, wenn alles in sich zu 100% abgestimmt ist und du hast einen linearen Prozess und da darf aber auch nichts schiefgehen, dann kann das durchaus ein Erfolgsmodell sein. Ne? Das muss ja, insbesondere im Automotive-Bereich, wird man wahrscheinlich nie auf den Gedanken kommen, das Thema Agilität wirklich so in der Tiefe, wie es eben gelebt wird, in der Theorie umzusetzen. Also worauf ich hinaus will, ist einfach, diese in sich verschachtelten linearen Prozesse erlauben keine Forschung und Entwicklung, sondern du musst im Prinzip, du weißt ganz genau, das sind die Maschine muss laufen und du weißt auch ganz genau, was bedeutet, wenn die Maschine nicht läuft. Es muss alles in sich stimmig sein. Und es gibt natürlich dann noch darüber hinaus die Möglichkeit, Optimierungsansätze zu finden, zu identifizieren in Bezug auf den bestehenden linearen Prozess. Das kannst du wieder agil angehen. Also sprich das Continuous Improvement, also die kontinuierliche Verbesserung, die kann agil angesetzt werden auf den linearen Prozess. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir sind da noch ein bisschen tiefer reingestiegen und zwischen mal ein paar Illustrationen teilen. Und zwar, jetzt muss ich das mal wegnehmen. Moment. Wir haben uns mal gefragt, um die Komplexität, mit der wir heutzutage zu tun haben, zu verstehen und zu verstehen, wo wir ansetzen müssen, um echt Effekt zu haben. Wie können wir die Komplexität so reduzieren, dass wir irgendwo wissen, wenn wir hier ansetzen, dann können wir große Effekte haben. Es ist uns gelungen, da das Ganze auf drei Elemente zu reduzieren. Und vielleicht hat schon jemand eine Idee, welche Elemente das sein können. Ich sage nicht, dass das es ist, aber hier haben wir wohl etwas, mit dem wir besser verstehen können, wo wir bei komplexen Herausforderungen ansetzen können, um maximale Effekte zu erreichen. Also hat jemand eine Idee, welche Elemente das sein könnten? Was ihr hier seht, das ist ja eine leichte Illustration von Komplexität mit einem Unternehmen. Da gibt es lineare Prozesse, Applikationen, Daten, Produktlinien und so fort. Und
ja, die sind auch mit Dingen von außerhalb verbunden, wie die Gesetzgebung, Medien, Banken und so fort und so fort. Also Themen oder Teamcluster, dass die Komplexität vereinfacht wird. Geht das in die Richtung? Ja, andersherum, wo könnten wir ansetzen? Anstelle von Komplexität in einem Cluster vereinfachen, wo könnten wir ansetzen, um die ganze Komplexität zu reduzieren? Wo müssen wir sogar ansetzen? Themen, also in Themen zu kategorisieren und Schnittstellen zu definieren, wäre jetzt mein erster Ansatz. Ich weiß aber nicht, ob das deine Fragerichtung ist. Ich würde sagen, noch tiefer im System. Datenherkunft? Also noch tiefer. Ja. Wo kommt die Komplexität her? Wo wird sie verursacht? Durch die Strukturen, ja. Also durch die. Wodurch wird die Komplexität verursacht? Eine tolle Frage. Durch die verschiedenen Quellen vielleicht auch? Also, das ist. Datenquellen und die Zusammenhänge. Ja, was sind die Quellen? Varianz, die Abhängigkeiten, ne? Ja. Ja. Da haben wir einen, die Abhängigkeiten. Noch zwei. Ich würde jetzt mal spontaner auf die Kultur tippen. Noch tiefer im System. Noch tiefer. Workflows, also die, tiefer. Also die Abhängigkeit. Noch tiefer. Das vorhandene Wissen, oder? Weil Komplexität ist ja immer relativ. Es hängt ja immer ab, wie viel Know-how vorhanden ist und wie viel man eigentlich brauchen würde, um ein Gebiet zu verstehen. Wenn man es noch einfacher macht, nicht viel verstehen muss. Unvorhergesehenes. Klarheit. Na, dann zeig ich mal was. zuerst noch dieses hier. Und zwar, was ist die letzten eigentlich zwei Jahrzehnte passiert? Da haben wir immer wieder erlebt, wie Arbeitsweisen der linken Seite für Situationen eingesetzt wurden, die eigentlich für die rechte Seite, wo eigentlich die Arbeitsweisen der rechten Seite hätten eingesetzt werden müssen. Das ist zwei Jahrzehnte lang passiert, mit vor allem traditionellen Best Practices, Governance, ITIL und so fort, linearen Prozessen. Und hier haben wir dann die drei Elemente. Zwei Jahrzehnte wurden immer mehr Teilchen ins System, Abhängigkeiten, Und Änderungen oder Changes eingeführt. Und bei Changes, bei jedem Bit und Piece, bei jeder Abhängigkeit kann es sein, dass die durch einen Change beeinflusst werden. Und damit hatten wir damals eine der schädlichsten Kernursachen oder Grundursachen identifiziert. Es ist aber nur eine Grundursache, es ist keine veränderbare Grundursache. Also da müssen wir noch ein Stück weitergehen. Und was haben wir dann gemacht? Ich habe eine Ausbildung als Mathematiker und ja, jetzt habe ich hingehen können und das Ganze definieren, was ist ein Bit oder was sind die Teilchen und so fort. In meiner Arbeitsumgebung haben alle Mathematiker das in solchen Situationen sein gelassen. Ich war ein junger Mathematiker, von anderen habe ich dann gelernt, anstelle der Mathematik Zahlen und Definitionen benutze Muster. So, was wir hier gemacht haben, ist, zähle die Anzahl der Bits und Pieces, der Teilchen im System, addiere sie mit der Anzahl der Abhängigkeiten und der Anzahl der Changes mit all diesen Teilchen und Abhängigkeiten. Aber mache das im Kopf, ohne Zahl, als Muster. Dann nennen wir das Komplexität. Und daraus ist dann eine bestimmte Illustration entstanden. Jetzt können wir sagen, ja, wie haben sich denn die Kosten der Komplexität entwickelt, also die Kosten der Teilchen im System, Abhängigkeiten und der Änderungen. Wie haben sich die Kosten entwickelt, wie hat sich der Zeitaufwand entwickelt, der nötig ist, um damit umzugehen und das über die letzten zwei Jahrzehnte. Dann haben wir vor kurzem dieses Jahr gesehen, Flatten the Curve, das hängt da auch mit zusammen. Was wurde da gesagt?
Ja, der Virus kommt, es wird ein exponentielles Wachstum geben und wir müssen dafür sorgen, dass wir unter dem Umschlagpunkt bleiben, ab dem die Kapazität der Notfallbetten unzureichend würde. Und dafür hat man dann Flatten the Curve eingesetzt und darauf gibt es dann die Linie, die maximale Kapazität ja, der Notfallbetten oder des Gesundheitssystems. So eine ähnliche Linie gibt es dann hier auch. Und zwar eine Linie, bis zu der Organisationen, die Gesellschaft, aber auch Projekte gesund sind. Aber hier gibt es mittlerweile noch eine andere, und zwar das Maximum dessen, was man sich als Organisation, als Gesellschaft oder für das Projekt erlauben kann. Und die Kurve, die immer wieder bestätigt wurde, ist diese. Am Anfang, ja, war langsames Wachstum, dann aber ist irgendwann die Komplexität und die damit verbundene Bürokratie exponentiell gestiegen, das bis zum Maximum dessen, was man sich erlauben kann. Was ist da passiert? Ja, das exponentielle Marktwachstum, weil es langsam stattgefunden hat, ja, wurde übersehen. Der Umschlagpunkt, an dem man eigentlich von den Arbeitsweisen der linken Seite auf die der rechten Seite hätte umsteigen sollen, wurde übersehen. Das hat wiederum alle möglichen virtuellen Kapazitätsengpässe verursacht. Nennen wir dann heute Wartereien in Organisationen oder Agendas, die voll sind oder Projektmitarbeiter, die zu mehr als 100% fürs Projekt nötig sind und vielleicht schon anderswo geplant sind. Und dies hat wiederum zu vielen Serviceproblemen geführt, Stress, Burnout. Und was haben dann die Mitarbeiter gesagt, also die Experten auf der einen Seite, die Methode hat davor funktioniert. Unser Proof of Concept hat funktioniert. Wir müssen etwas falsch gemacht haben. Lass uns das Projekt wieder starten und dann mit noch mehr Einsatz das Projekt hinbekommen. Und wir haben Mitarbeiter reagiert. In meinem Umfeld war es so, beim dritten Anlauf haben sie gesagt, ich glaube es, wenn ich sehe, beim fünften Anlauf wird wieder nicht funktionieren. Und im Bereich Governance habe ich mir beim zehnten Anlauf das Zählen eingestellt. Und hier hatten wir eine der schädlichsten Kernursachen und in diesem Fall mit dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, wird die lösbar. So, aber dabei ist nicht geblieben, wenn wir heute sehen, es gibt überall Projekte zur Kosteneinsparung, Reorganisationen am laufenden Band. Wenn das passiert, wenn das regelmäßig passiert, ja, dann ist ein zweiter Kipppunkt überschritten. Da entstehen eine ganz neue Dimension an Problemen, wie etwa Innovationen, die im System stecken bleiben. Produktive Mitarbeiter, die entlassen werden müssen, um die Kosten zu finanzieren. Oder Unternehmen wie mein früher Arbeitgeber EDS, blühendes Unternehmen, das ja, verschwunden ist, wurde übernommen und abgebaut. Und dann haben wir noch die Kosten, die das Ganze verursacht. Irgendjemand muss die tragen und ja, das geht dann üblicherweise zu den Schwächsten im System. Und um euch eine Idee zu geben, es ist gelungen, eine seriöse Schätzung zu finden, wie hoch diese Kosten überhaupt sind. Und zwar gibt es eine für die gesamte Niederlande, da ist herausgekommen, dass 90 Milliarden pro Jahr für die unnötige Komplexität und Bürokratie ausgegeben werden. Auf Deutschland angewandt würde das bedeuten etwa 400 Milliarden pro Jahr für die unnötige Bürokratie oder Komplexität. Was haben wir hier noch mehr? Ja, und auch hier können wir Flatten the Curve anwenden. Das war früher mal Teil meiner Aufgabe mit Großrechnern, aber auch mit organisatorischen Herausforderungen. Und schauen wir das mal etwas näher an. Oder gibt es noch Fragen hierzu? Ich würde noch einen unterstützenden Kommentar. Olli, ja? Ich würde noch einen unterstützenden Kommentar loswerden, weil wahrscheinlich bin ich jetzt seit über 10 Jahren, ich habe nicht mitgezählt, aber es wären eher 11, in der Beratung unterwegs oder beratend unterwegs. Und es ist wirklich ganz, ganz oft, dass wir in der Situation starten, dass uns ganz viele Augenpaare angucken und sagen, das haben wir schon so oft probiert, was macht denn ihr jetzt anders? Das passt voll genau zu dem, wie du es jetzt so historisch aufgezeigt hast. Man probiert es dann wieder und wieder mit ähnlichen Methoden
Und dann glaubt man es nur noch, wenn jemand kommt und es ganz anders versucht. Also ich glaube, wahrscheinlich Sebastian kennt das genauso, die Antje auch. Wenn man da als Berater unterwegs ist, das ist eigentlich mittlerweile Usus und der Standard, dass einem genau das entgegenweht am Anfang. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Wir haben es doch schon 3, 4, 5 Mal probiert und es hat nie geklappt. Warum seid ihr jetzt hier? Was macht ihr anders? Ich glaube, der Zauberlehrling macht es einfach Root Cause orientiert und löst die Probleme mit ihrer Ursache und tritt keine Waldbrände aus. Sehr interessanter Kommentar. Vor ein paar Monaten, ist mittlerweile, glaube ich, wieder ein Jahr her, habe ich eine Diskussion gehabt mit einem bekannten Wissenschaftler auch aus dem Bereich Komplexität, und er bestand darauf, Kernursachen in komplexen Systemen kann man nicht finden oder Grundursachen, deshalb können sie auch nicht gelöst werden. Aber auf der anderen Seite, ich sehe auch schon zweifelhaftes Gesicht zu dieser Aussage, und genauso ist es auch bei vielen anderen Experten aus den Systemen heraus, können oft Ursachen finden, echte Ursachen, und auch lösen. Ja. Und da haben wir auch eines der Probleme, warum es so schwierig ist, die theoretischen Modelle voranzubringen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Maru. Unterstütze noch zu der Diskussion. Ich bin ähnlich wie in einer ähnlichen Situation wie Chris. Und eines der nützlichsten Modelle oder Klasse von Modellen, die ich nutze, sind die Modelle aus der Systemik. Es gibt da die unterschiedlichsten Schulen, Denkschulen. Aber in der Systemik, was sehr, sehr viel mit Komplexität zu tun hat, man kommt nicht drum herum, sich mit Komplexität zu befassen. In solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, Eugene, die Menschen, die beim Kunden sind, ein Kernbestandteil des Systems, wo diese Probleme oder Challenges oder Bottlenecks oder Opportunitäten und Innovationen, alles, also abgesehen davon, dass positiv oder negativ ist, für das Unternehmen, sind sie Teil davon. Und deswegen gibt es immer einen disruptiven Effekt, wenn man jemanden mit involviert, der von außen kommt, der nicht Subjekt ist, zu vielen der Forces, zu vielen der Mechanismen, die zur Komplexität beitragen, die Teil von dem System sind. Und deswegen eröffnet das andere Wege. Nicht, weil er andere Ideen hat oder andere Bücher gelesen hat oder andere Erfahrungen gesammelt hat. Es kann sogar jemand sein, der aus demselben Unternehmen kommt, der aber jetzt nicht mehr Teil des Teams ist, der kommt von außen kommt. Und ja, es gibt viel, viel mehr, was man dazu erklären kann, mit vielen Beispielen, warum das so ist. Aber das wollte ich mal beitragen. Ja, genau. Das ist in der Tat extrem schwierig geworden, um bestehende Organisationen zu öffnen und anders vorzugehen. Und das hat uns auch auf die Naturgesetze gebracht. Und der Grund ist der, wenn man in Konflikt mit Naturgesetzen ist, und das ist hier der Fall, der Umschlagpunkt ist ein Naturgesetz, er findet statt und da verändert sich etwas, da muss man reagieren. Wenn man das nicht macht, dann kommen die Probleme. Und wir versuchen das jetzt über das Law of Nature, über das Law of Nature Manifesto so aufzubauen, dass man eigentlich nicht mehr anders kann, sondern sagen muss, wir müssen doch mal wieder lernen, die Naturgesetze anzuwenden. Das ist übrigens nicht neu, weil in der Vergangenheit waren sie Teil von gesundem Menschenverstand und Intuition. Aber diese Begriffe habe ich schon lange nicht mehr gehört. Gehen wir gleich mal konkret zu einem Naturgesetz. Hier haben wir eins. Wenn die Nachfrage für eine Ressource deren Kapazität übersteigt, dann wird ein Umschlagpunkt oder ein Kipppunkt überschritten. Wir kennen das alles vom Straßenverkehr, dann bauen sich Staus auf oder der allgemeine Begriff ist Wartereien oder Warteschleifen, wie auch immer. Das sehen wir nicht nur hier, sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr, wenn simuliert wird, wie schnell Menschen aus einem Flugzeug das Flugzeug im Notfall verlassen können. Das wird alles gemacht. Und hier habe ich mal eine kleine Illustration. Ich wohne zurzeit in Potsdam, aber primär in den Niederlanden, südlich von Rotterdam. Und wenn es nach Amsterdam geht, dann geht es entweder über links oder rechts, über Den Haag oder Utrecht.
und links ist üblicherweise viel mehr Stau. Der wird dann irgendwo durch einen Kapazitätsengpass verursacht. Und was macht man da? Man baut Brücken, man baut Kreisverkehr. Kreisverkehr hat sich herausgestellt als schnellerer Durchsatz als bei den rigiden Ampeln, niedrigere Kosten und weniger Unglück. Und dasselbe gilt auch für organisatorische Herausforderungen. Dann kennen wir natürlich die Umleitungsempfehlung bei Stau. Und das sind nur drei der Flatten the Curve Practices. Da sind wir wieder beim Corona, aber dahinter verbergen sich zwei Naturgesetze. Das eine ist hier das des Kapazitätsengpasses und das andere das der Kipppunkte. Bei den Kipppunkten, ja, da ändert sich was Fundamentales. Arbeitsweisen, die vorher funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Deshalb muss man unbedingt auf die andere Seite umsteigen. Dann haben wir Situationen wie diese. Auch in Organisationen treten Staus auf. Ja, hier nennen wir sie Wartereien oder übervolle Agendas und so fort. Und endlose Diskussionen haben wir noch hier. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Bereich in der Hirnforschung. Auch wenn man sich die Strukturen ansieht, des Gehirns genau das Gleiche. Auch da gibt es jede Menge Kapazitätsengpässe. Und was mich auf die Spur gebracht hat, wodurch mein Sohn kein ADHS mehr hat, keine Legasthenie und das bei vielen anderen auch der Fall ist, die weiter gesucht haben als die offiziell zugänglichen Therapien, dann kommt da heraus, ja, der fehlende Link zwischen Ursachen und Symptomen von geistigen Leiden wie ADHD, Legasthenie, Autismus ist sehr wahrscheinlich dieses Naturgesetz. Dann haben wir versucht, Studien zu starten mit Unterstützung zweier Professoren auf dem Gebiet. Und was war die Reaktion in der Wissenschaft, Politik, selbst bei Patientenorganisationen? Interessant. Tut mir leid, passt nicht in meine Disziplin, mein Protokoll oder meine Patientenorganisation. Und hier haben wir überdeutlich eine Kernursache des größten Schadens, die lösbar ist über ein Naturgesetz. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert das? Warum wird dieses Naturgesetz ganz links angewandt, im Straßenverkehr und so fort, aber nicht bei den anderen Herausforderungen? Warum passt das nicht da rein? Hat jemand eine Idee? Warum wird es links angepasst? Ja? Interdisziplinarität fehlt ganz, ganz recht. Ja, das scheint ein richtig guter Grund zu sein, aber noch mehr. Ja, weil die Problematik, die eigentliche, nicht erkannt wird, also in diesem Fall die Analogie zu den zu einer Lösung nicht gesucht oder gefunden wird. Okay. Okay. Da hätten wir noch einen und vielen Dank für diese zwei extra Beiträge. Wenn das über die Mathematik funktioniert, wenn es definierbar ist, messbar oder simuliert werden kann, dann wird es üblicherweise eingesetzt. Aber wenn dann ein Kipppunkt an Komplexität überschritten wird, dann wird es eben unmöglich, etwas zu simulieren, weil ja, Methoden, Prozesse, wie sie miteinander arbeiten, wie das mit den Gesetzen und Menschen dort drumherum funktioniert, einfach nicht zu simulieren ist. Und für diese Situation haben wir verlernt, dieses Phänomen oder Naturgesetz zu erkennen und auch anzuwenden. Und da sehen wir jetzt von der Manifesto-Seite eine riesige Möglichkeit, ja, wie kann man noch länger Naturgesetze außen vor lassen? Das muss dringend angepasst werden und da arbeiten wir dran. So, welche Möglichkeiten gibt es da praktisch? Ja, auch in Organisationen kann man virtuelle Brücken bauen, virtuelle Kreisverkehre über natürliche Prozessabläufe und wir haben sogar einen riesen Umweg gesehen um die Bürokratie herum. Und das war mit Corona in kürzester Zeit, war auf Regierungsebene zu sehen, wie Entscheidungsprozesse kreiert wurden,
um die Bürokratie herum. Es wurde sehr, sehr schnell entschieden. Das war auch möglich, weil in diesem Fall auch die Mathematik teilweise eingesetzt werden konnte. Aber andere Arbeitsweisen, andere Vorgehensweisen dieses Naturgesetzes, wie diese Umwegsempfehlung, die wurden auch eingesetzt. Es wurde aber nirgendwo erwähnt. Es wurde gemacht, weil in diesem Fall es dringend erforderlich war. Also muss ich doch mal auf die Zeit gucken. Oh, ich muss ein bisschen schneller machen. So, jetzt ist die Frage. Ja, wie wissen wir jetzt, wann die Arbeitsweisen der linken Seite und wann die der rechten Seite besser funktionieren? Und hier haben wir das eine Wort, das den Unterschied macht. Wenn eine Situation, eine zukünftige Situation vorhersehbar ist oder predictable, dann funktionieren die auf der linken Seite üblicherweise besser. Wenn sie schwer vorherzusehen sind, sind die Arbeitsweisen der rechten Seite üblicherweise die besseren. Macht das Sinn? Wird still. Gehen wir eben etwas weiter. Ich möchte euch fragen, das nicht an andere weiterzugeben, diese Lösung bitte nicht an andere weiterzugeben, bis die Diskussion stattgefunden hat, die wir hier hatten. Nötig ist das, weil dies über das Buch, das ich schon erwähnt habe, und über Präsentationen viele Male zur Verfügung gestellt wurde, aber es war nicht deutlich, wie man das anwenden kann. Und dafür, um das einsinken zu lassen ins Bewusstsein, ist es nötig, eine Diskussion wie diese und auch die Übung einzusetzen, um das Bewusstsein zu kreieren. Und ja, ihr habt das jetzt mitgemacht, wenn ihr wollt, könntet ihr das selbst einsetzen. Was haben wir hier noch mehr? Ja, wie passen da hier andere populäre Modelle hinein? Da haben wir die von Dave Snowden aus dem Bereich Komplexität und Ralph Stacey. Und wir haben auch das Modell von Jürgen Apollo, das ich erwähnt habe. Er hat in seinem Buch gesagt, alle Modelle sind falsch, auch meines. Aber es gibt einen Kern, der ist wirklich, wie hat er es gesagt? Ja, das ist ein guter Kern, den kann man einsetzen. Was haben wir hier gesagt? Aus dem Modell von Apollo haben wir dann das Wort geholt und siehe da, das hat uns eine Lösung hierfür gebracht. Aber wenn wir uns jetzt Modelle ansehen, okay, da gibt es viele Definitionen, Theorien da drumherum, aber letztendlich mit den 90 Milliarden für die Niederlande, 400 Milliarden an unnötiger Bürokratie, wo entsteht das? Das entsteht hier auf dem Kipppunkt, wenn hier die falschen Arbeitsweisen eingesetzt werden, was zwei Jahrzehnte lang passiert ist. Also haben wir hier den Interventionspunkt. Wollen wir intervenieren, dann ist es genau hier, und das können wir tun, indem wir ja, die zwei Policies, die da drüber stehen, einsetzen und diesen Kipppunkt anwenden. Das heißt, wir wissen dann, welche Arbeitsweisen für die Situation die besseren wären. Ja, wie sieht das dann aus mit Flatten the Curve? Solange es auf die linke Seite passt, kann es immer mathematikbasiert sein. Anders sollte es auf Mustern aufbauen. Und was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, ist, wenn man die Kombination benutzt, dann funktioniert es am besten. So, das war dieses. Gibt es jetzt noch Fragen? Ansonsten können wir zu Goal-Oriented Project Planning gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bekommt man sowas auf den Arbeitsplatz? Und da kommt Goal-Oriented Project Planning rein. Ich würde noch die Arbeit von der Beta-Codex-Community zur Komplexität noch neben der Stacey und Kniffing Arbeit noch erwähnen. War das Jim Collins? Nee, das oder? Ist Fleling. Kannst du mir das im Chat sagen? Genau, das steht im Chat. Wenn du noch einen prägnanten Link dazu hast, mal da ist es. Ja, ich finde den Link, ich bin Teil der Community in Slack, ich schicke dir den Link. Großartig. Okay. Okay, ja.
Wenn es sonst nichts gibt, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal Goal-Oriented Project Planning an. Wie kann ich ein Projekt aufsetzen, dies zum Beispiel einzuführen? Und zwar haben wir hier eine alte Methode. Die ist von Entwicklungsministerien in Entwicklungsländern eingesetzt worden und ist irgendwie ja, nicht in den westlichen Ländern beachtet worden, bis dann in den Niederlanden dieses Problem der Krankheit bei der Kartoffelernte gab. Und da waren 20.000 Bauern, Handelsorganisationen und so weiter, die waren in endlosen Diskussionen, so ungefähr ein Jahr lang wurde diese Methode eingesetzt und nach ein paar Workshops lief das Projekt und es wurde eines der erfolgreichsten Projekte des Landes. Wie sieht die Methode aus? Zuerst fragt sie, was sind die Erwartungen, Schuldzuweisungen, Probleme? Wer sind die Aktoren? Soweit vielleicht noch nichts Neues. Was wir dann erstmal hier hinzugefügt haben, ist, wer sind die internen oder externen Experten durch Erfahrung, die die Erfolgsaussichten verbessern können? Dabei geht es um Experten, die Dinge, wie das, was ich vorgetragen habe, vorhin einbringen kann, aber auch die in der konkreten Umgebung auf die gesammelten Lessons learned und so fort. Na, das kann dann so aussehen, kein Riesenprojekt, sondern nur wenige Punkte, nämlich die, wo der größte Schaden entsteht, wo der größte Impact möglich ist. Und dann wird gefragt, was sind die veränderbaren Situationen oder Probleme oder Grundursachen, die sich hinter den Erwartungen, Schuldzuweisungen und Problemen verstecken. Es fällt wahrscheinlich auf, das hier ist nicht ganz neu. Es ist aus Teilen zusammengesetzt, die bestehen, aber es sind so kleine Dinge, wie die hier wie 1c oder die veränderbare Situation identifizieren, die einen Unterschied machen. Also, so gibt es noch zwei, drei weitere Dinge. Wenn man die durchzieht, dann wird es echt interessant. Und was passiert dann? Im dritten Punkt werden die veränderbaren Situationen in Ziele umgesetzt. Also jede veränderbare Situation, nicht irgendein Ziel auf hohem Niveau, sondern konkret für die Probleme gibt es ein Ziel und das gibt dann die gewünschte zukünftige Situation wieder. Und dann könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, für jedes Ziel suchen wir jetzt eine konkrete Lösung. Das wird hier nicht gemacht. Hier wird erstmal gefragt, was oder welches Solution Framework liefert den besten Impact gegen den niedrigsten Einsatz und Kosten für alle der identifizierten Goals. Und das kann was ganz anderes sein als üblicherweise. Ich hoffe, dass wir noch genug Zeit haben, dann kann ich euch noch ein Beispiel zeigen, wo das gemacht wurde. Und dann im letzten Punkt die Verifikation. Ist das Ganze auch ausführbar? Und das wird dann durch die Teilnehmer am Workshop gemacht. Das sind üblicherweise nicht mehr als 12 Personen. Können mehrere Workshops sein, hängt ein bisschen davon ab. Ideal ist es, wenn es in einem Workshop möglich ist. Und die brainstormen dann die Hindernisse und Blockaden. Und zusammen kommen sie dann zu der Schlussfolgerung, ist etwas ausführbar oder nicht. An dieser Stelle, ganz am Anfang eines Projekts, kann schon eine Entscheidung getroffen werden, die sagt, ja, es macht vielleicht doch keinen Sinn, das Projekt voranzubringen. Oder aber, wir können es ausführbar machen, wenn diese Probleme, diese Hindernisse gelöst werden. Dann macht es Sinn, anders nicht anfangen. Und dann, Warum das eine oder andere? Zum einen, um zu vermeiden, dass das Projekt wegen derselben Ursachen wieder mal festläuft wie so viele zuvor. Dann Fokus auf veränderbare Situationen und Highest Impact. Dadurch wird vermieden, dass endlose Diskussionen stattfinden, Analysis, Paralysis entsteht und auch Ongoing Improvement eine Ursache des Scheiterns wird.
bei komplexen Situationen wird da auch regelmäßig ein Kipppunkt überschritten. Ach, dann funktioniert das Ongoing Improvement nicht mehr. Wenn man das weiß, kann man das vermeiden. Was haben wir noch mehr? Ja, die gewünschte zukünftige Situation und ja, das Solution Framework für die Transformation, aber auch den Dauerbetrieb. Und viel größer braucht es gar nicht zu sein. Das ist Enhanced Goal-Oriented Project Planning. Gibt es dazu noch Fragen? Macht das Sinn? Also ich finde das sehr sinnvoll. Wen wundert es jetzt? Ne? Was mich total daran gerade begeistert an deinen Ausführungen ist, dass ich total viel aus meinem Six Sigma irgendwie da auch wiederfinde. Ne? Also wirklich dieses zielorientierte Vorgehen, kannst ein Stück weit reverse engineeren, guck, dass du das Ziel erreichst, schaff dafür die Voraussetzungen und gerade auch was Impacts angeht, ne? Also bei einer FMEA oder ähnlichem, wo du Risiken bewertest, das kannst du halt, und das finde ich, wird oft leider verpasst. Das kann man auch transportieren auf andere Bereiche. Du musst ja nicht nur Risiken bewerten. Du kannst ja alles Mögliche mit so einer Matrix auch mal eben bewerten, um zu schauen, worum muss ich mich zuerst kümmern? Ja, also wenn du gerade über diese Impacts auch berichtest, ne, sehe ich hier gerade auch das Wort Risk. Ich finde das schon sehr sinnvoll. Und das Gute ist, dass ich es ähnlich mache, wirklich, und versuche gerade in der IT so den Ansatz des Six Sigma zu etablieren in einem Projekt. Und ja, das sorgt für Aufsehen, ne? Weil man das Denken einfach nicht gewöhnt ist. Aber was du hast, ist regelmäßiger Nachweis, was Erfolge angeht, eine Beschleunigung, Kostensenkung, wesentlich höhere Effektivität. Ne? Und deswegen, also ich finde das toll und danke dir für diese Vorstellung auf jeden Fall. Maru hat auch noch die Hand oben. Noch bist du... Ich habe kurz meine Frage, meine Punkte vergessen. Ich habe sie jetzt wieder. Ich finde, oder ich habe mich sofort gefragt, wie und ob es eine Überlappung zwischen diesem IGOP, der Name war sehr, sehr attraktiv für mich. Ich habe direkt gegoogelt und wollte unbedingt teilnehmen. Deswegen war ich traurig, dass ich so spät dabei war. Aber meine Frage ist, ob es und wie es Überlappungen geben könnte zu Jobs to be Done und zu Theory of Constraints Konzepte. Wenn du, ich weiß nicht, wie familiär du bist mit Theory of Constraints, mit Eliyahu Goldratt's Arbeit und Druids und Problem Solving Trees und so weiter. Okay. Ja, ich muss sagen, mir wurde dann vor, also ungefähr jede Woche Artikel zu lesen über was Neues. Also bis ich mit Pension bin, wäre ich damit beschäftigt. Also das kann ich leider nicht tun, es gibt da viel zu viel. Und was ich da immer mache, ist, gibt es da deutlich etwas, was Grundursachen löst, das auf Highest Impact ist. Und wenn das der Fall ist, dann gucke ich da rein. Und anders muss ich sagen, ja, es tut mir leid, hier gibt es an anderer Stelle gibt es Lösungen. Und wir benutzen das, was in der Praxis funktioniert hat. Ja. Wenn es da was anderes gibt, was funktioniert, muss ich dazu sagen, dass das gut ist, dass auch auf High Impact ist, ist immer willkommen. Nee, ist nur eine Frage. Theory of Constraints ist super alt, ist aus den 80ern und ist extrem weit verbreitet, auch vor allem in der Lean Community, ist nichts Neues. Der Typ hat bestimmt noch ein Bücher geschrieben. Aber auf jeden Fall, ich habe mich nur gefragt, ob es Überlappungen gibt, aufgrund des Verlaufs, der hier erklärt ist, von 1a bis 5. Aber wenn das nicht bekannt ist, ist kein Problem. Das kann daherkommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich gucke drauf, was in der Praxis funktioniert hat. Keine Bücher von 1000 Seiten lesen, sondern hier, das ist das, was ich nötig habe. Okay, da gehört natürlich so etwas Ausbildung dazu, um das Denken auch tatsächlich, das dahinter steckt, auch tatsächlich umsetzen zu können. Aber es ist alles relativ einfach. Stärker noch, bei uns war es mal Teil der Kultur. Wir haben dies eingesetzt, ohne dass wir wussten, dass so etwas besteht. Ja? Mich erinnert es total, Eugen, an unser Vorgespräch, wo ich auch sagte, bei mir triggert das voll das Validation Board aus dem Lean Startup, wo es auch darum geht, je Pivot immer das größte Risiko zu tackeln und zu gucken, wie ich das schnell B oder widerlegen kann, also Daten ranbekomme oder irgendwas Greifbares.
um mir viel Zeit zu sparen, ähnlich wie Sebastian mit dem Six Sigma jetzt angesprochen hat. Ich denke, dass es schon Überlappungen gibt, was ja eher für das Modell hier spricht. Also, bevor wir das Wort an Arti geben, ich glaube, sie hat auch noch was Gutes dazu. If I can answer in English, theory of constraint and laws of nature are, I wouldn't say similar, but yes, there is an overlap in one sense. The extension to theory of constraints that you would find in laws of nature is that it attaches a very detailed framework from a human behavior point of view, which theory of constraints does not capture. So Laws of Nature Manifesto has a lot to do with the human behavior aspect, which Theory of Constraints does not really address. So if you look at the Theory of Constraints, that is more from a process improvement point of view, and that is where you do not address the human element. So if I've answered that question for you. Thanks, Arti. You're welcome. No. Ja, die Hand ist weg. Ich habe eben Lead Sigma gehört. Ich habe da eine Erfahrung gemacht. Und zwar hatten wir das mal bei EDS, war das, ja, Lead Sigma kam und war natürlich, war damals ein Trend, und da habe ich mal eine Frage gestellt. Ihr könnt uns helfen, diese Root Cause, die auf Systemebene besteht, um die zu lösen. Dazu hatte man keine Antwort, weil das über Organisationsgrenzen hinwegkommt. Also wenn Lean Six Sigma das heute aufpackt, prima, aber wenn so Grundursachen wie das Fehlen von Naturgesetzen keinen Teil des Ganzen ausmachen, ja, die Naturgesetze gehen nicht weg, wenn man gegen die verstößt, bleiben Menschen sehen, es funktioniert nicht. Und ja, wenn Lean Six Sigma das gut angeht, prima, wenn nicht, ja, dann werden Menschen getriggert, sie sehen, ja, das stimmt irgendwas nicht, und dann fällt die Unterstützung weg. Eugen, ich glaube, dass nicht Lean Six Sigma das bietet, sondern derjenige, der das anwendet. Ich glaube, dass also das ist der Schlüssel auch bei mir. Ne? Ich gehe da nicht starr mit einer Methode rein und sage, ich verschreibe mich jetzt hier, und alles, was meinen Horizont sprengt, klammere ich auch mal ganz geschickt aus. Ja, ziehe mich ja auch ein Stück weit aus der Affäre. Ich komme eigentlich aus der Krankenpflege. Ich habe einen ziemlich absurden Lebenslauf mit ziemlich vielen Kurven, und ich begreife Systeme immer ganzheitlich. Ne? Das hat man mir ja eingetrichtert. Der Mensch mit all seinen Bedürfnissen, Komplexität etc. pp. Und genauso verstehe ich Organisation, genauso verstehe ich Projekte, und genauso wende ich jetzt das an, was ich sonst noch nebenbei alles gelernt habe. Das ist schon, glaube ich, ziemlich breit aufgestellt. Und das werfe ich in einen Topf. Und da bediene ich das, was ich vorfinde, und greife mir das raus, was gerade passt. Ja, weil diese Individualität, die ich jetzt wieder aus der Pflege mit reinbringe, ja, und das, was du sagtest, ich habe gerade gedacht, das sind doch die Gesetze der Thermodynamik, ne, Entropie und was weiß ich nicht alles. Das wird häufig leider vergessen. Und das ist etwas, was Menschen nicht im Fokus haben. Deswegen komme ich jetzt als Lean Six Sigma Mensch daher und sage, es bietet nicht meine Methode, aber ich biete das. Und genau das ist die Bereicherung. Wenn man, ich denke, da seid ihr ja auch ähnlich gestrickt, wenn man eben die Aspekte, die diese Veränderungen und die Systeme begleiten, als einwirkende Faktoren durchaus mal mit aufs Tableau holt. Ein bisschen Psychologie, ja, und das kommt da alles mit dazu, ne? Ja, du hast jetzt etwas gemacht, das ist mir direkt aufgefallen. Und zwar, das haben wir auch so gemacht. Du suchst ja, wo irgendwo was funktioniert, und ohne dass das ist, was ausmacht, woher es kommt. Genauso sind diese Dinge entstanden. Mhm. Ja. Wir haben über Grenzen hinweg gesehen, über Methoden. Ist da irgendetwas, ein kleiner Teil vielleicht, der gegen minimalen Einsatz große Effekte hat und vielleicht noch viel größer, wenn man das noch mit ein paar anderen zusammenbringt. So sind diese Dinge alle entstanden. Mhm. Finde ich super. Ja. Okay. Wenn es da keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich gerne noch in ein kleines Beispiel gehen. Das schneiden wir nur an. Und zwar, Moment, ich gehe mal zu einer anderen PowerPoint.
Wo haben wir sie hier? Und zwar, ja, der Titel ist Guided Self-Organization. Und zwar habe ich ja angegeben, ich habe da eine Position gehabt, eigentlich auf der Brücke zwischen der zentralen Amerika und den Standorten in Europa. Und ja, bis in die 90er Jahre hat das funktioniert, aber dann, die Kommunikation hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte die Anforderungen der Standorte nicht mehr in die Strategien, in der Zentrale einbringen und andersherum. Da waren viel zu viele Lücken, um die Mitarbeiter in den Standorten so weit zu bekommen, um das, was aus der Zentrale kam, umzusetzen. Und da haben wir uns mal gefragt, ja, was ist ja los? Und da kamen Dinge, und da haben wir nicht nur auf die Mitarbeiter gehört in Europa, in den Standorten, sondern auf alle beteiligten Gruppen, einschließlich das Management. Und da kamen da Dinge heraus wie, was wir needed ist. Wir benötigen einfache Strukturen, um schnelle und doch zuverlässige Entscheidungen auf allen Niveaus zu nehmen. Ja? Wir haben sehr schnellen Zugang zu, was ist die gute Übersetzung hierfür? Wir haben sehr guten Zugang zu zuverlässigen Wegweiser und Direktiven nötig. Wir haben eine proaktive Übersetzung der Lessons learned, der Erfahrungen, der Anforderungen, des High Impact, der High Impact Kenntnisse in Guidance und Direktiven nötig. Und was ist die Realität? Was erfahren wir? Eine verlähmende Bürokratie und eine überwältigende Komplexität. Wenn wir ein Intranet starten, bekommen wir 15 oder noch viel mehr Hits und ich weiß immer noch nicht, welchem ich vertrauen kann. Wenn ich etwas finde, dann ist es zu oft überholt, gibt zu viele Konflikte oder andere Informationen, mit anderen Informationen oder wichtige Informationen fehlen zu oft. Und ich glaube, das ist der letzte, dass die Umgebung ändert sich schneller, als die Dokumentation angepasst werden kann. Kommt das bekannt vor? Marco? Ja, das und viele andere Sachen. Okay. Leute, die Sachen sagen, dass sie haben wollen, und dann, wenn man mit denen diskutiert oder was denen zeigt, sagen sie, nee, das wollte ich nicht. Aber ich hab unsere Konversation doch aufgenommen. Das steht doch im Chat auf Teams. Nein, ich meinte doch was anderes. Also, ja. Sobald Menschen im System hat, ist alles chaotisch. Ja. Oder ist vieles, alles. Da nicht generalisieren. Man muss schon sehr achtsam da aufpassen und wirklich mit Intent an die Sachen herangehen. Das führt zu den Ursprüngen von dem agilen Movement und auch zu vielen der Kritiken, die es zu User Stories gibt. Ich stelle gerade ein Deck, eine Präsentation genau zu diesem Thema, warum man in vielen Szenarien mit User Stories nicht arbeiten sollte, sondern mit Spezifikationen, aber nicht im Top-Down hammermäßigen Sinne, im Sinne von 300.000 Seiten Spezifikationen. Ja, das ist ein anderes Thema. Okay, auch da sagst du was, Dokumentation. Mit dem traditionellen Ansatz, da hatten wir auch so eine Situation, da haben wir Arbeitsweisen der rechten Seite angewendet, konzentriert, und was normalerweise 600.000 Seiten gewesen wäre, es war möglich, das auf 60 Seiten zu reduzieren, indem wir uns auf den High Impact konzentriert hatten. Und das mit extra Informationen, sodass die Mitarbeiter auch verstanden haben, warum es sinnvoll ist, das einzusetzen und das auch auf die Art und Weise, wie es vorgestellt wurde. Was dann weiter da herauskam, und hier sind wir ja bei einer Brücke, wir sind bei den Brückenbauern, aber das, was ich jetzt sagen werde, das ist in 2004, das haben wir in 2004 in einem Buch veröffentlicht. Und das sah damals schon so aus. Auf der einen Seite gibt es die Entwicklungsorganisation, die unterstützenden Zentralorganisationen, aber auch auf lokaler Ebene mit ihren Strategien, Diensten und so fort.
Und auf der anderen Seite die Produktion, jede Seite hat ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen Organisationen und die müssen irgendwie miteinander in Verbindung treten. Und wir haben das, was ich euch hier zeige, mal ja, mehrmals in Workshops in den Niederlanden gegeben und da waren viele Menschen aus größeren Organisationen dabei. Und die Schlussfolgerung war, also ziemlich alle Organisationen, größere Organisationen in den Niederlanden, bei denen gibt es das Problem. Und auch international in anderen Ländern habe ich das auch immer wieder gesehen. Ja, und die müssen dann über diese schlecht gebaute Brücke zueinander finden. Und ja, das ist üblicherweise sehr schwierig. Und dann, ja, was passiert? Die Kommunikation von links nach rechts. Ein Teil fällt runter, genau das Gleiche mit den Lessons learned, mit den Anforderungen und so fort. Und was haben wir dann gesehen? Wie hat man versucht, das Problem zu lösen? Ja, dann wenn die Governance-Folks gefragt wurden, ja, die haben das über ihre Art und Weise gemacht. Die IT-Leute mit IT-Lösungen, Auditors, ja, gibt uns die Strategien, Standards. Wir sorgen dafür, dass sie ausgeführt werden. Und da haben wir Knowledge Management gesehen. Und jedes Mal, wenn das Resultat unzureichend war, ja, dann wurden die Best Practices, die Lösungen, die iTools immer größer, komplexer. Aber letztendlich hat sich niemand dafür verantwortlich gefühlt, dass das Ganze funktioniert hat. Und da gab es noch was anderes, was da unter der Oberfläche hing. Und das war die Vorgehensweise mit den linearen Prozessen. Das hier ist eine hochkomplexe Herausforderung, wo sich das Umfeld schneller ändert, als die Prozesse angepasst werden können. Und deshalb alle Vorgehensweisen, die das eingesetzt haben, ja, die haben größte Schwierigkeiten gehabt, um das umzusetzen. Auch bis heute habe ich ich muss ehrlich sagen, bis vor ein paar Jahren, ich habe lange Zeit nicht mehr geguckt, habe ich kein Document Management gefunden, das die Strukturen zur Verfügung stellt, die Mitarbeiter nötig haben, um schnell die Informationen zu finden. Ja, dann haben wir Knowledge Management gesehen, das wollte keiner mehr tun, ist ziemlich klein geworden. Letztendlich, was ist hier passiert? Irgendwie haben wir die Fähigkeit verloren, auf das zu hören, was die Kollegen und die Managers nötig haben, um ihren Job zu tun. Und da haben wir wieder die Kernursache des größten Schadens. Und jetzt aber auch noch agile Methoden, also was ich bis jetzt gesehen habe, vielleicht habt ihr ja andere Beispiele mit bis jetzt, aber wenn es darum ging, den Mitarbeitern die Informationen zur Verfügung zu stellen, über diese agile, zuverlässige Entscheidungen treffen können, habe ich bis jetzt niemanden gefunden aus dem agilen Bereich, der das aufgreifen wollte. Es war immer wieder zurück zu Scrum oder was auch immer die Methode war. Wie haben wir das hinbekommen? Das haben wir für 30.000 Mitarbeiter bottom-up eingeführt, hat funktioniert. Und ich kann gleich dazu sagen, bis zu dem Moment, in dem die Kunden gesagt haben, wir wollt, dass ihr compliant seid mit den traditionellen Best Practices. Und da haben die Priorität genommen und das hat sich leider, und diese Brücke ist da leider auseinandergefallen, aber sie hat, das war es, 5 Jahre lang funktioniert. Und zwar waren dies die primären Elemente. Eine zentrale Repository, ein Dokument da drin ist, weiß man, dass, dem kann man vertrauen. Eine Experten-Community, das war nicht eine Community, die schöne Diskussionen hatten, sondern die waren auch in Governance eingebunden, konnten da also mitsprechen. Natürliche Prozessabläufe, die ganze Brücke war ein großer Kreisverkehr. Integration bedeutet, ja, die Teile der Brücke sind so gebaut, dass das Ganze funktioniert. Die richtige oder das richtige Gleichgewicht zwischen dann den Anforderungen der linken Seite und denen der rechten und Ground Rules, um diese in Produktion zu bringen. Und damit haben sich auch Prozessbeschreibungen erübrigt. Damit ja, konnten Menschen sehr schnell innerhalb von ein paar Mausklicks Informationen finden, die sie nötig hatten. Und es ist uns auch gelungen, wieder jedenfalls teilweise in der technischen Dokumentation agile Entscheidungen wieder möglich zu machen. Und wie ist uns das gelungen? Wir haben was ganz Unanständiges getan. Wir haben nämlich die Bürokratie der Behörde benutzt.
wir haben uns in den globalen Governance-Prozess eingeklinkt und da auch das ein oder andere Strategiepapier oder Technologiepapier veröffentlicht. Und wir hatten noch eine entscheidende Position, komme ich gleich darauf zurück. Das andere Wichtige war, dass Mitarbeiter wieder sehen konnten, wieder erfahren konnten, dass ihre Beiträge an anderer Stelle eingesetzt wurden und einen Impact haben. Wenn das der Fall ist, und das ist eigentlich die Erfahrung. Dadurch ist es uns gelungen, Mitarbeiter zu bewegen, auch extra Zeit in den Communities zur Verfügung zu stellen, sodass wir Probleme identifizieren konnten, Lessons learned zusammentragen und auch konzentrieren in ein Dashboard. Ja, wie gesagt, das Prozessmodell war das des Kreisverkehrs mit natürlichen Prozessabläufen. Zeit haben wir noch, ganz kurz. Oh, wir haben noch 40 Stunden, meist ganz schnell. Da hat sich herausgestellt, da gibt es immer wieder dieselben Dokumentationsstrukturen. Das hier ist für eine IT-Organisation. Ich habe das gleiche für eine Bank gemacht. Auch da gibt es was Ähnliches. Drei Layers grundsätzlich für Dokumente, die Unternehmenssteuerung, Policy Layer, Wissenslayer und ja, den Layer für die Einführung. Da gibt es immer wieder dieselben Typen Dokumente und die für dieselben Bereiche. Und somit hatten wir auch eine Taxonomie. Und das, ohne dass die Mitarbeiter es lange lernen mussten. Die brauchten nur diese Seite zu sehen und wussten, wo die Dokumente positioniert waren. Und dann auf der linken Seite Dokumente. Ja, das ist irgendeine Compliance-Erwartung. Kann auch eine Guideline sein. Und rechts, ja, Dinge, die vielleicht an anderer Stelle benutzt werden können, wie zum Beispiel Projektdokumentation für das nächste Projekt. Und dann sehr wichtig, ein Interface, das immer dasselbe ist, das erst die Informationen zur Verfügung stellt, die die Mitarbeiter nötig haben, um zu wissen, ja, ich kann das Dokument vertrauen, das ist der Inhalt, das den Eigentümer kann ich da erreichen, ich habe die aktuelle Version, hier ist das ein Dokument an dieser Stelle in der Dokumentationsstruktur und so fort, wenn wir weiter nach rechts gehen. Auch Draft ist sehr wichtig hier, dass auch Dokumente im Draft-Modus zur Verfügung gestellt werden, weil sich die Umgebung schneller ändert, als die Dokumente angepasst werden können. Und dann rechts, Parflex. Der Eigentümer kann sagen, hey, hier hat sich was geändert. Bei der nächsten Entscheidung, bitte lass das auch einfließen. Also es ist nicht da, es ist nicht eine Instruktion, ist nicht da, sondern wenn sich was verändert hat, müssen wir darauf einspielen, weil sich die Umgebung so schnell ändern. Natürlich auch das Alter des Dokuments und dann von der Community. Und dahinter verstecken sich dann die Lessons learned, die Anforderungen und die Community kann sagen, das wird dann konzentriert. Nicht jeder, das funktioniert auch nicht, sondern es muss konzentriert werden. Das kann ziemlich schnell gehen, das haben wir gemacht. Und dahinter verstecken sich dann Lessons learned, auch aufpassen, dass dieses Problem nicht an anderer Stelle entsteht und das kann dann direkt in den Entscheidungsprozess einfließen. Und dann eine Funktion, die eigentlich jedes Dokumentmanagementsystem zur Verfügung stellen müsste, aber ich habe es noch nicht gesehen. Und zwar, wenn ich ein Dokument gefunden habe, sollte ich doch gefälligst die dazugehörigen Dokumente auch finden können mit einem Mausklick. War ziemlich einfach zu lösen. MS Word Table aufschlagen als Webseite, Menü da drumherum. 5 solche Tabellen, 1000 Dokumente und Mitarbeiter konnten es finden. Das sehr, sehr schnell. Dann ist auch noch die Frage, wie machen wir das innerhalb der Dokumente? Wir können Hochglanz-Dinge nehmen, aber letztendlich gibt es da ziemlich einfache Strukturen. Das hat mit 300 Seiten funktioniert. Das war das Policy-Dokument, was wir hatten. Kann man extrem schnell die Stellen finden, die wirklich wichtig sind. Kurze Einführung, sodass man weiß, wofür es ist, dann ein Guidance Table, sodass da steht eigentlich drin, was die Erwartungen sind, wenn eine Situation auftritt, hier ist was man tun kann oder soll, da ganz unten die Hintergrundinformationen, sodass man es auch versteht und mit Kollegen und Kunden auch tatsächlich diskutieren kann. Da kann man noch ein bisschen weiter drauf eingehen, die Compliance-Erwartungen hier und dann, wie bekommen wir die Bürokratie drastisch runter, indem wir einfach da auf der Tabelle angeben, was für ein Typ Instruktion es ist, Guidance oder vielleicht eine
Strategie. Und wenn wir dann gucken, wie das Governance geht, dann ist ganz einfach, wenn da drüber Guidance steht, da kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbstständig eine Entscheidung treffen, um davon abzuweichen, sollte aber, wenn gefragt wird, eine gute Antwort geben können. Und wenn da drüber Strategie steht, dann geht man über diese paar Personen von unten nach oben. Und wenn die oben, die zwei Personen, Technical Authority, Teil des Community Modells und Global Senior Manager für globales Papier zustimmen, dann ist die Ausnahme okay. Wenn sie es nicht machen, kann man noch zum Technical Body gehen, das ist ein Teil der Community. So hat man eine einfache Governance-Struktur und in dem Buch, das wir veröffentlicht hatten, war die Basis-Governance-Struktur für das Akzeptieren von neuen Strategien, Standards, Technologien und so fort und für die Abweichung auf der anderen Seite jeweils eine Seite, eine, zwei Tabellen, das war's. Governance ganz einfach und was wir dann hier haben ist, auf der linken Seite die traditionellen Strukturen von den Standorten in die zentrale Organisation ganz oben und rechts hier. Das war das Community-Modell mit virtuellen Communities, die relativ wenig genutzt wurden, muss ich sagen. Aber die Technical Leaders, die waren extrem, wurden extrem benutzt. Hat jemand eine Frage und jemand hatte die Antwort, eine einfache Antwort, innerhalb von 10 Minuten war die da. Und dann hatten wir hier Forums, Unix und so fort und das zusammengebracht, was 30.000 Mitarbeiter waren in Council, ich war der Vorsitzende hier in der Mitte des Infrastructure Councils und hier Mitglied im Global Technical Forum. Und bevor eine Strategie, Technologiestrategie, neuer Dienst oder sowas approved wurde in dem Company Council, wurden wir gefragt in diesem Forum. Und da hatte ich immer so eine verwirrende Frage und die war: Wie wissen wir, dass das, was jetzt aus der Zentrale kommt, in Europa ausführbar ist? Ja, und das hat dazu geführt, dass, ja, da haben die Kollegen in der Zentrale gemerkt, hey, Moment, das nächste Mal, wenn wir nochmal was haben, dann sollten wir doch besser erstmal die Kollegen in Europa fragen, was sie nötig haben. Und diejenigen, die das gemacht haben, haben wir sehr schnell Ja gesagt, einmal anrufen, hier aus dem Council aus dem Forum, fragen die Kollegen, die mitgearbeitet haben, was ist ihr Eindruck? Und dann konnte üblicherweise sehr schnell Ja gesagt werden und das Governance-Problem für die Kollegen war gelöst. Und so haben sie gelernt, proaktiv mit den Kollegen in Europa in Kontakt zu kommen, Lessons learned aufzugreifen. Und das andere Ding, was da passiert ist, damit war es auch nicht mehr nötig, einen extrem komplexen globalen Prozess für das Sammeln von Informationen, von wichtigen Anforderungen und so fort zu starten. So, und damit möchte ich es eigentlich hier belassen. Ich habe noch einen kleinen Teil. Gibt es hierzu noch Fragen, Anmerkungen? Arti, if you have something else to add, please go ahead. Also for anything else we had so far? I think we've covered pretty much everything that we had spoken about already from the manifesto and the agile perspective. So we're free to take any questions. Well, then let's conclude it. This is the very last thing I have. So the idea is, how can we see whether an organization is agile? And if you go back to Stefan's model from last time, and I'm specifically hinting to the highest level, is how often can we see that a company or an organization is truly agile? Now, here's a proposal for a benchmark. And the way it goes is this, innerhalb von ein paar Mausklicks können die Mitarbeiter die wegweisende Informationen finden und auch Regeln oder Instruktionen benötigt, die sie nötig, nee, Moment, in dem Fall geht es nur um die Guiding-Informationen. Innerhalb von ein paar Mausklicks können die Mitarbeiter die wegweisende Informationen finden, um agile und zugleich zuverlässige Entscheidungen zu treffen.
Das sind Informationen, von denen die Mitarbeiter erwarten können, dass sie zur Verfügung stehen, und Informationen, die man mit einem zu akzeptierenden Einsatz kreieren und auf dem Laufenden halten kann. Dazu gehören natürlich einfache Strukturen, um das Ganze ja ausführbar zu machen, so wie die Dokumentenstruktur, die ich eben angezeigt habe. Aber die Idee ist, dass damit doch relativ leicht gesehen werden kann, ob eine Organisation echt agile ist und sich im höchsten Teil von Stefans Modell befindet. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Macht das Sinn? Frage. Also mich interessiert dieses Benchmark extrem. Kannst du da mehr darüber erzählen? Ja, die Art und Weise, wie das realisiert ist, wie das realisiert werden kann, ist im Prinzip, indem das gemacht wird, was ich hier vorgestellt habe. Man muss natürlich auch auf die Organisation eingehen. Das ist ja komplex. Jede Organisation ist etwas anders. Aber im Prinzip, wenn eine Organisation wirklich agil sein will, dann muss sie die Organisation in die Lage versetzen, oder muss sie die Organisation die Informationen liefern, die ja, die Mitarbeiter nötig haben, die Mitarbeiter auf den verschiedenen Niveaus, um agile und gleich zuverlässige Entscheidungen zu treffen. Und dann sind wir wieder zurück bei der Struktur, die ich vorhin gezeigt habe. Da gibt es Instruktionen für, oder Guidance und Instruktionen für verschiedene Niveaus. Moment, wo ist denn? Ah, ja, da ist das Ding. Und ja, auf den Niveaus müssen Informationen zur Verfügung stehen. Das heißt, auf dem höchsten Niveau, die wo mit absolut Minimum Einsatz die maximalen Effekte zu erzielen sind, und weiter unten sehr konkrete zur Einführung, aber auf allen Niveaus auch die Möglichkeit, innerhalb gewisser Grenzen Entscheidungen zu treffen. Denn die Grenzen, die stehen dann in den Tabellen, die ich vorhin gezeigt habe. Macht das Sinn? Ja, danke dir. Dann musst du natürlich auch die Naturgesetze einfließen lassen, weil ohne die fällt den Mitarbeitern auf, oder die werden auch automatisch getriggert, um zu sehen, hey, hier stimmt etwas nicht. Ja? Also Tipppunkte und Kapazitätspunkte, das sind zwei der wohl wichtigsten Naturgesetze in Organisationen, die heute fehlen und über die Mitarbeiter automatisch auffällt. Das stimmt aber was nicht, aber sie können es nicht auf den Punkt bringen. Das passt extrem gut irgendwie zu auch der Konklusion, die wir am Ende der letzten Brückenbauer-Session hatten, wo es eben darum auch ging, okay, dieses Level 5, wie erreicht man das überhaupt? Und diese zwei Faktoren, die wir dann diskutiert haben, A, dass ein Team wirklich in der Lage ist, sich auch selbst zu organisieren und damit, wie du sagst, Zugang zu diesen wesentlichen Instruktionen, Direktiven, Strategy Papers, Guidance, whatever it takes, zu haben within a few Mausklicks. Das passt sehr gut. Und auch, das war der zweite Aspekt, Reife im Sinne von Erfahrung, Know-how, Wissen. Wenn du nicht die Ressourcen hast, dann nützt auch die Selbstorganisation nichts, weil aus Holz nicht Metall wird. Und wenn du ein Skateboard bauen willst, aber nur Metall hast und es soll aus Holz sein, es wird nichts. Also du brauchst diese Ressourcen. Und passt perfekt zu deiner letzten Page. Also ich will noch was hinzufügen. Hier müssen wir aufpassen, auch dass das Naturgesetz zu den Kipppunkten ist genauso wichtig wie dieser Benchmark. Das heißt nämlich, was exakt angegeben werden muss, wie zum Beispiel ein Auto zusammengesetzt werden muss, das muss mit den traditionellen Vorgehensweisen getan werden. Mhm. Optimal kann sein, und das haben wir so erfahren, das war sehr oft der Fall, wenn es ein bisschen komplex wird, die Kombination der beiden ist verdammt effektiv gewesen. Ja? Also haben wir jährlich irgendwas Neues entwickelt, eingesetzt, eingeführt, was der Industrie voraus war, um eine Idee zu geben.
Es ist uns gelungen, die Großrechner auf 100% ihrer Kapazität laufen zu lassen in 3 Uhr mittags, stundenlang, ohne dass es da Helpdesk-Calls gab. Ja. Mit den Kenntnissen, mit der Erfahrung, die da eingebaut war, hat das funktioniert. Und später haben andere das auch machen können. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen, wo es gelungen ist, war der Zeit voraus zu sein. Das war, weil wir die Kombination beider Vorgehensweisen eingesetzt haben. In dem Fall war es in der Tat teilweise mathematisch zu berechnen, aber weil die Prozessoren so groß waren, wussten wir, ja, über einen Kipppunkt hinweggehen, haben wir größer und haben wir ein Upgrade nötig. Und solange das nicht der Fall ist, kann man auch an anderer Stelle das Ding so einstellen, dass weniger wichtige Verarbeitungen eine niedrigere Priorität haben. Und so konnte das Ding auf 100% der Kapazität laufen, eine ganze Stunde, und es ist nicht aufgefallen. Also, und gibt es auch eine Brücke zu Laws of Nature? Ich rede von diesen fünf Levels. Ist da auch eine Brücke in der Denke? Es gibt bestimmt in der Denke so eine Brücke zu den Laws of Nature. Die müssen die beiden noch bauen, oder? Eigentlich? Ja. Die sehe ich mir hier, Moment, hier in diesem hier. Hier geht es ja um die Kapazitätsengpässe und Kipppunkte. Wenn man die einsetzt, dann muss es möglich sein, um die exponentiell gewachsene, unnötige Komplexität und Bürokratie wieder auf ein gesundes Niveau zu bringen. Ja, da wird die ganze Problematik schon viel einfacher. Das ist über die Policy, die wir hier identifiziert haben, mit ist etwas vorhersehbar, ja oder nein. Und dann über diese Arbeitsweisen, die mit dem Naturgesetz zu den Kapazitätsengpässen kommen. Hier habe ich 3 angezeigt, ich habe persönlich 6 eingesetzt und kann nur sagen, auch das geht so weit, dass Innovationen, die heute einfach nicht mehr durchs System kommen, wieder durchs System kommen können, weil die Bürokratie weg ist. Und da wartet so viel auch an bestehenden Innovationen, die eingesetzt werden können. Also da ist extrem viel möglich. Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir an dem Punkt, wo man sich echte Situationen aus der Realität holen muss, um weiterzukommen hier, weil weiter zu überlegen, bringt nicht so viel. Das ist natürlich theoretisch sehr, sehr interessant und so. Aber ich sehe, wovon du redest, ja. Ja. Ich würde sagen, einfach mal mit EG OP. Anfangen, also Goal-Oriented Project Planning, Health-Checks mit Projekten tun und sehen, was da rauskommt. Und wenn diese Naturgesetze davor zur Verfügung gestellt werden, dann kommt ohne Zweifel da etwas raus. Da kommt ein Solution Framework raus, wie man es anders und viel besser machen kann. Mhm. Besser muss ich sagen, bin ich auch jetzt in einem heutigen Projekt, weil da setzen wir jetzt das ein oder andere ein, auch von Naturgesetzen. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Case machen können, den man veröffentlichen kann. Aber ob das möglich ist, keine Ahnung. Sehen wir, wenn es soweit ist. Ich finde, aus der Erfahrung raus, ganz viel Komplexitätsdruck kommt in die Projekte auf ganz künstliche Art und Weise, nämlich dadurch, dass wir Portfolios haben mit irre unendlich vielen Projekten. Also wir starten ganz viele Dinge gleichzeitig parallel und überhaupt, was dann natürlich Abhängigkeiten in diese Projekte reinbringt, die, wenn wir das hart fokussiert und vielleicht auch sequenziell fahren oder ganz gnadenlos aussortieren, gar nicht da werden. Also wird ganz viel Komplexität, Change, Änderungen, Abhängigkeiten wegnehmen, wenn uns mehr Fokus gelänge, also von diesem Art künstlicher Komplexität. Das fällt mir immer wieder auf, dass das Einzelprojekt überhaupt nichts Komplexes ist, aber es wird unglaublich schwierig, weil wir es in einem Portfolio auf einmal managen müssen und dann noch 10 andere Themen auf dem Tisch haben. Da bin ich auch wieder bei diesem Bild. Mhm. Ja. Wenn es so komplex ist, ja, dann gibt es auch viele Projekte, die eigentlich nicht nötig sind. Mhm. Ja. Anderer Ansatz ist der, welche Projekte
liefern die höchste Wertschöpfung, wirklich Wertschöpfung, nicht nur Euros, gegen die niedrigsten Kosten und Risiken. Ja. Das ist übrigens die Art und Weise, wie es immer wieder möglich war, ja, Lösungen zu finden, die weitreichende Effekte hatten. Bis hin zur ADHD und Legasthenie. Ja. Macht nichts aus. Es ist immer wieder dieselben Naturgesetze. Und deshalb ist es auch möglich, über Bereichsgrenzen hinweg Lösungen zu finden. Arti, anything else for you to add? I think one of the discussions that Eugen and I we've been having in terms of you know, the work that I have been doing and how laws of nature has been applied in that work is you know, the social projects that I do. And Eugen, if I can briefly talk about that, and especially the case of Jammu Kashmir. I think everybody knows that Kashmir is a very disturbed area in the world. And I work with victims of terrorism. And here we work with an organization that directly rehabilitates you know, victims. And this is a very tricky area. And to enable this system that directly works with the local people, these are the same people who have been victims at one point of time. So how do you enable an organization that has already been, and people who've already been victims? So here we applied Agile, the entire project management lifecycle, with a flavor, I would say, of the laws of nature in some sense. How do we look for natural workings in the entire project management life cycle? And this was very interesting. We started with a very short online you know, skilling session for them to really connect their own reality, and then moved on to the on-site program where we again brought out the reality in a certain manner, and then slowly we moved them from a traditional way of managing projects into a digital system of managing projects. And later, and this was a free version that we introduced, and we asked them to make a case for change for themselves and take it to their own donors to purchase an enterprise solution after they've created a success story. So this was a transformational slow shift where we included the stakeholders across all dimensions of this problem situation by really lifting the veil for them in terms of their own gray and dark areas. So this was an example of how we collaborated, or rather married a lot of you know, theories, I would say, agile, project management, laws of nature, design thinking, and how all of them integrate together to really solve problems. So when we're looking at problem solving, it is not just looking at a problem solution from applying a methodology from a single dimension, but multiple dimensions. And I think laws of nature manifesto that's emerging as we speak is almost like an all-encompassing methodology that really stitches together all of these, you know, fragmented pieces that are floating, you know, in our experience or the way we understand them or we've been exposed to them. So even Six Sigma, continuous improvement, all of these are, in my mind, very sterile approaches to project management till the time we do not get down to making them more humanistic, more socialistic, and people-minded. So till the time that integration does not happen, you cannot change the lens through which you look at problem solving, and that is what Laws of Nature Manifesto is all about. So I guess, yeah, that was my two bit in terms of what we are doing here. Thanks for that addition. I shared the link because I'm afraid we haven't shared any website preview or link thus far. So in the chat, there is the web link to the Laws of Nature Manifesto. If you want to dig into it, knowing that, just like RT said, it's under constant reconstruction and review and adaptation, and probably will always be, right?
Well, the hope is that we get to a stable situation where we have a core, where we decided to make it public because it's so important that decision making at the law of nature. It's just missing. And even if it isn't at a level that one might expect by the content, is to quite some degree already there. Agile also demands that you include the stakeholders so that your iterations become that much stronger. And that is always the work in evolution and in progress. And that's exactly what the manifesto is all about. So yes, it's going to be open to the world in some time. There you go. No better way to conclude this session. Eugen RT, vielen herzlichen Dank. It's been a pleasure to have you. I'm happy we recorded that session too. We started some 5 to 10 minutes later so people could join. I'd say let's finish in time. Is there any final call out, something you want to share, a thought of yours, just to get it out before wir die Session beenden und gerne noch ein Q&A dranhängen, aber dann auch das Recording stoppen und jeder frei ist, auch den Rest des Abends noch zu genießen. Gibt's noch was? Kurzes Sounding. Vielen Dank für die Vorträge. Also, sehr inspirierend. Vielen Dank. Ja, toller Aspekt, ne? Mach Methode anwendbar, indem du die Methode deinem Umfeld unterwirfst und nicht andersrum. Also ist ja leider häufig, ne? Wir stülpen Systemen irgendwas über oder und dabei sollte es eigentlich genau andersrum sein. Finde ich toll, den Ansatz. Vielen Dank, also war inspirierend. Dankeschön. Erweitert das Spektrum, würde ich sagen, um die Brücke zum Anfang zu schlagen. Von mir auch. Bin jetzt wieder unterwegs, leider muss noch Abendessen besorgen. Aber ich habe die ganze Zeit zugehört. Und das sagt schon was aus, dass man da auch, dass es auch einfach, dass man mal bald bleibt, weil es war spannend. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir, auch wenn ich am Anfang leider nicht dabei sein konnte, aber zumindest der Teil, den ich noch mitbekommen habe. Die zweite Hälfte war sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank. Okay, dann würde ich auch sagen, ja, vielen, vielen Dank auch für eure Beiträge. Auch ich habe wieder das ein oder andere gelernt. Und ja, ich hoffe, dass es demnächst eingesetzt wird. Also wenn ihr noch Fragen habt oder Unterstützung hier oder da wünscht, dann könnt ihr euch melden. Wir sind über die Präsentation stellen wir zur Verfügung. Da stehen auch unsere Kontaktinformationen dabei. Vielen Dank. Schönen Abend euch allen. Danke, Chris, auch. Danke, Eugen. Danke, Achti. Danke an den Teilnehmern. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much. Right. Thank you. Have a great evening.